Die Bundles in Warzone werden nicht nur komischer und komischer, sie werden aber auch immer teurer und teurer. Ich habe mich also herangetastet und habe die billigsten Bundles genommen und gegen die teuersten Bundle in ganz Warzone verglichen. Und damit das Ganze hier nicht völlig aussattelt, hat mir meine Frau zwei Regeln für das Ganze gegeben. Ich habe 3 Stunden Zeit und darf erst ein neues Bundle kaufen, wenn ich mit dem alten Bundle einen Win geholt habe. Lass uns schauen, wie viel Kohle wir in den 3 Stunden ausgeben können und ob die teuren Bundles wirklich besser sind als die billigen. Welches ist dein Lieblingsbundle im Shop? Ein billiges Bundle brauche ich. Ich wollte gerade einen Mutterwitz machen, ich hab's doch nicht gemacht. Chroma ist zum Beispiel billig, ne? Wie scheiße sieht denn dieses Ding bitte aus? Ich würde sagen, dann kaufen wir uns das Ding einfach mal. Für 500. Wie viel ist das in Geld? Ihr wisst doch, ich habe langsam als Streamer den Bezug zu Geld verloren. Ja, ist der Stylus-Effekt, ne? Mhm. Wir rüsten einfach alles aus. Mann, damit dann nicht immer so... Oh. Alles klar. Sehr gut. Wo ist der, Bro? Steckt sich hinter einem Stein. Soll ich ihm erklären, dass das nicht funktioniert? Erster Kill mit dem absolut insane Bundle hier. 30 Schuss leider nur drin, also für Warzone absolut scheiße, ey. Das ist geisteskrank, wirklich. Also, das ist ja crazy. Aber mach jetzt mal einen Win, ja? Achso, kann man da immer noch so viele Bunkerbuster drauf machen, wie man will? Nein, nach einem ist jetzt Timer. Oh, echt? Tja. Das ist dir wahrscheinlich als für den Partner nichts Neues. Hinter mir. Ja. Er hat mich geschrotflintet! Er kommt jetzt rechts. Wie kann man mich einfach so schrotflinten, Mann? So bad, Alter. Voll Idiot. Mann, was ist denn hier los? Es sind welche wiedergekommen, die haben gecampt. Die haben gewartet. Die Quinch, oder? Die Quinch, wenn man da wartet, wo man schon fulltet war. Ja, auf Lock im Tower. Bitte Nick, aim mich ab, Nick. Ich weiß nicht, wo du bist, Bro. One-Shot. Hier ist einer am Shop. Also unterhalb von mir ist einer. Was soll denn bitte? Ist ja gestorben, Alter. Guck mal da. Es ist dumm, Alter. Unter mir. Gestorben haben, finde ich. Unter mir. Ja. Absolut. Absolut. Hier ist noch einer. Nein. Reicht jetzt? Hab ich nicht gesehen? Ja, das habe ich doch nicht gesehen! Finishierung? Ja, weil ich ihm ein Dings gedrückt habe. Guck mal da, in der Killcam, Alter. Die werden sich jetzt alle denken. Die werden sich alle denken, was ist das bitte für ein Blueprint? Den will ich auch. Oder? Wie schlecht ist denn dieser Blueprint? Bro, wo hast du den Blueprint? Hab ich aus dem Shop. Kostet nur 5 Euro. Ja, ich will 8 Euro. Nächster. 8 Euro. Nein. Ach so. Ja, ich hab's verstanden. Junge, was ist denn das, Alter? Das ist, glaube ich, ist das die M13B, oder nicht? Das ist der Skin nennt sich der schwarze Bär. Mal gucken, wie gut das Ding ist. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam. Was verkaufen die? Was verkaufen die bitte für Bundles, Mann? Jeder, der Nutella ohne Butter ist, ist ein Psychopath, hab ich gesagt. Space, 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 space. So, dann holen wir uns jetzt mal den nächsten, insanen Blueprint hier. Das ist wirklich geisteskrank, dass die sowas verkaufen. Ich kann das nicht, ich kann das wirklich nicht. Also wer wirklich dafür 8 Euro ausgibt, das ist ja geisteskrank. Aber probier's doch mal, das ist doch vielleicht mal was. Ja, Mann.
hier meine, das sind ja mal meine Haus. Erster Kill mit dem Blueprint, Alter. Ist das geisteskrank. Mit dem letzten Moment Kill. Voll kleiner Schniedel 420. Also wenn das kein Bane Actor ist gerade, wow. Junge. Also man braucht wirklich beide Waffen, um damit einen Kill zu machen. Das Alter, wenn man 30 Schuss auf beiden Waffen hat, ist es halt echt Pro, Alter, muss man sagen. Ey, Bro. Ich muss halt immer nachladen nach so einem Kill. Das ist halt kacke, ne? Ein Teamspiel, du sollst ja auch nicht mehrere alleine fighten, oder? Ist das so? Ja, nee. Der Trupp hat es in die Sicherheitszone geschafft. Aber danke, dass du vorher gesagt hattest, so, ja, du machst Video, ich muss nicht mitmachen, mäßig. Weil sonst hätte ich ja auch einfach die ganze Bundle gekauft, so, kannst du das sagen. Nee, ich wollte ja nicht, dass du dein Geld ausgibst, dein hart verdientes. Aus dem Sabathon. Ah ne, du machst ja gar keinen. Nee, der dann wäre nach 12 Stunden vorbei. Deswegen mache ich auch keinen. Du bist wahrscheinlich du als Person, gehe ich von aus. Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich ein persönliches Ding. Also bei mir wäre es was Persönliches. Der Job bringt mehr ein als üblich. Also greif zu. Ubis Motto: Small Dick Big Dreams. Sehr bass. Was ist los, Heeren? Ich beachte immer den Chat. Bitte komm, Nick. Bin noch da. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's hier. Die sind abgehauen, oder was? Ja, hier links von mir. Jetzt da unten rein. Junge, was macht der denn für Meter, Alter? Oh, der ist hier! Nein! Kannst du ihn killen? Geiler Typ, Alter. Oh, was das für ein Timing war, Alter. Ja, meine Kniften wiedergeben? So, dann wird der jetzt. Oh, da kommen die Männer. Ja, bei einer Bombe, Da rein, das Tower wahrscheinlich dann jetzt. Yalla! Würdest du sagen, es kommt auf die inneren Werte an, Nick, oder wie spielst du? Nee, nur auf die Länge vom Penis. Also du denkst auch, so wie ich, es kommt einfach darauf an, ob es Schwanz und Sonst ist oder halt nicht, ne? Ich denke auch, das ist ein ganz anderes Auftreten, wenn man einen langen Penis hat. Also kann ich mir nur vorstellen. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist wahrscheinlich so. Der steht einfach da im Gas, Alter. Oh nein, ich bin direkt in dem, ich hab den Cluster nicht gesehen! Ist das geisteskrank, wie schlecht, ey. Er sitzt im Gas, ich mache mich immer lustig und ich sterbe. Ich will wenigstens jetzt auch einmal da mit der Waffe einen Kill machen, Alter. Oh, oben, hinter dir. Ich hab halt echt keine... Noch einer. Ja, das ist der hinter dir gewesen, hier. Junge, einfach... Der Knarre, oder? Ja, Mert. Ja, ich glaube, er heißt Mert. Er heißt, glaube ich, Mert. Mert. Oh Mann, ey, ich will ihn vernichten, die kleine Mistmade. Ja, was denn? Ich war... Nee, der war am Türrahmen. Weißt du, das sind so Bundles, da fragst du dich, ob die echt Geld verdienen? Eine SAB50. Das ist ja wirklich, das ist ja, also vielleicht sollte ich das Video, was da rauskommt, nicht nennen, ich teste gute gegen billige gegen teure Bundles, sondern ich spiele die schlechtesten Waffen in ganz Warzone. Mein Sohn ist gerade hier an den Schreibtisch gekommen. So. Ich dachte dann, das war ja halt ernst, so. 48 war toll, aber 43 hätte ich jetzt geglaubt, sag ich mal. Junge, ich spiele jetzt hier erstmal mit dem absolut insane KV Broadside. Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Und der SAB, also wenn jetzt gleich die Snipes reinscheppern, ne? Dann bin ich das. Soll ich einen No-Scope drücken? Ja, mal. Oder lieber nicht? Ich weiß ja nicht, ob du Schiss kriegst. Mal kurz hochgehen, oder? Zwei Häuser weiter. Kannst du mir das auf Französisch sagen? Ich hab keine Platten. Angel Manuel ist ein crazy Name. Oder meinst du Angel? Oder der Angler? Ich denke Angel. Ey, was die Hässe. Einfach. Aber du glaubst mir, dass ich 29 bin? Nein. Nope. Nope.
wandelnden Killmacher, dann wird das wirklich. Also, Leute gehen hin, denken sich 13 Euro, ich kaufe das jetzt und spiele dann damit und fühlen sich damit dann irgendwie geil, oder nicht? Also, jetzt mal echt ehrlich jetzt. Die geben 13 Euro in dem Spiel aus und dann kriegen die sowas hier. Und dann sagen die so: Boah, alter Bruder, die ist voll gut. So, ne? Machen die. Oder wie ist das? Wie läuft das? Ey, Bruder, SAB voll gut. Also, ey, Bruder, SAB mehr. Oder die merken halt so, okay, 13 Euro war vielleicht doch nicht genug ausgegeben. Hast du auch eine Pumpe? Nee, du? Ja. Hast du den gefinisht oder wartest du? Ich hab gewartet. Damit ich auch mal einen Kill mache. try mal das SAB-Band, Bruder. Ich schwör, wenn ich mit der SAB einen Kill mache, dann saft ich ab. Saft man nicht ab. Ich hab einen Kill mit der gemacht, Joho! Jetzt habe ich ganz kurz einen Lusttropfen verloren. Zip is back oben. Oh, ich liebe das, wenn die Leute einen Goldskin haben, ne? Ist das da wirklich, das ist so eine Vorfreude, die sich da entwickelt. Also ich habe ihn schon in der Hand gerade, wo ich den Goldskin wieder sehe. Ist schon sehr, sehr nice, ne? Sehr, sehr befriedigend, muss ich sagen. Ja, und jetzt wird er auch noch verhört mit seinem Mate und wir sind. Kannst du dann auch noch so Shit-Talken und sowas sagen wie, was ist mit dir los? Ja, so ein Crimson-Skin, der Verrückte. Nee, doch nicht, Gold. Ich steht so auf eine Armbinde, da steht Gold dran. Das ist verrückt, war. Ein Wiedersave. Ist das geisteskrank? Ich krieg ihn nicht gefinisht. Guck mal, er ist so ein Vollidiot. Ich würde sagen, das gilt als Full-SAB-Kill-Chat. Es macht so Spaß, Alter. Ey, ohne Witz. Ey, SAB-Bundle, ich schwör's dir, Bruder. Wer nicht kauft, ist im Nachteil. Habt ihr hier Spaß? Warte. Hi. Du hast Ach, Mann, du bist so ein Vollidiot. Was hab ich denn? Ich bin da nur da reingelaufen. Nein, nicht du, er. Ey, hier oben ist der Kollege von dem, der ist Wonny. Ich hab ihn nicht getroffen. Schon süß, ne? Euer Trupp befindet sich in der Sicherheitszone. Die will so überleben, ne? Nein, hast du ihn gefinisht? Ja. Alle Nein, jetzt hab ich kein Livestream mehr, du Jens. Wieso bin ich jetzt der Jens? Weil du ihn gefinisht hast. Oh, was geht? Ich hab doch verhört. Kennst du die Mechanik? Ich, hab Gicht. Da ist der Mate, da. Bitte, bitte. Waffenmunition. Er kommt jetzt zu mir. Er ist absolut. Feindliche Panzerung zerstört. Alter, ey. SAB ist schon crazy. Geht die hart oder was, die Waffe? Ja, Mann. Er hat wirklich Glück, Alter. Er hat wirklich das Glück. Ich hab halt diese kacke Schrotflinte, Alter. Die ist wirklich kacke, Alter. Die ist wirklich absolut scheiße, Alter. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre, dass ich ihn Quickscope habe. Aber du weißt ja, ich und Quickscopen, ich hab die Hand-Augen-Koordination nicht mehr. Ja, mit deinem Alter. Schön die AFKler. Ich krieg nicht mal die AFKler gedownt, Alter. Ich glaube, wenn du wollen würdest, würdest du es hinbekommen. Meinst du? Du glaubst an mich? Ey, du bist wirklich der Erste, der an mich glaubt. Willst du drüber sprechen? Mm-mm. Ich hab keine Muni mehr! Weil ich fett bin! Wurde gekillt von meiner Drohne! Ey, dieses Bundle ist so scheiße, Alter. Ist so geisteskrank. Wer spielt die bitte mit 8 Schuss? Es ist so dumm, Alter. Es ist wirklich das Dümmste,
was ich jemals gesehen habe. Ist, ey, ohne Witz, was gerade passiert ist, ich schwöre es dir, das war wirklich absolut Premium. Split it up, split it up. Darf ich einen Trickshot machen mit meiner SAB? Ja, mach Lars noch, ist der Sinn. Er ist Wonny. Oh, das wäre so krass gewesen. Das war ein Trickshot. Ja? Es war ein Trickshot, Alter. Ich schwör's dir. Ich sag dir eine Sache, Real Talk. Ohne dieses Bundle hätte ich diese krassen Waffen nie gespielt. Wir sind beim ersten Skin angekommen, wo es auch einen Skin gibt. Hä? Wer mir jetzt. Der Skin sieht einfach richtig pro aus, Alter. Es ist da. Es ist wirklich. Wir sind angekommen beim Skin. Bundle gekauft. Komm, überredet, Bro. Überredet. Aber dann bestell direkt bei zwei Sachen gleichzeitig. Und wenn dann die gleichzeitig ankommen, musst du bei dem einen so tun, als wenn du die eine Bestellung gar nicht gemacht hast, aber du nimmst sie trotzdem an, weil es dir peinlich wäre. Oder du kannst auch so machen, dass du so viel bestellt hast und dann kommt der und dann rufst du, obwohl niemand zu Hause ist, rufst du rein, Essen ist da! Das kannst du auch. Das ist sehr based, Bro. Sehr, sehr based. Ist nicht so? Ja, doch, doch, wirklich. Ich fühle mich auch mal wie ein Hund, wenn ich Essen bestelle und kommt halt viel und denke so, Digga, die denken jetzt gerade, wie ich der Bastard ist, das alles alleine. Was ist das denn für einer? Wie findest du meinen Skin? Ausmachen. Ich denke schon. Alter, ich kann das nicht. Warte mal kurz. Da kann ich eine Avocado-Tomatenstulle bestellen. Ey, Leute, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Bitte, was ist das für ein Visier? So, jetzt sind wir beim nächsten Loadout angekommen. Hier, das ist... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die Tuck Eradicator. Unser Bounty Visier muss ist sterben. Wieder wirklich absolut insane, Alter. Da ist ja. Er. Der ist AFK, Junge, und ich sehe ihn halt nicht, weil er sich nicht bewegt. Das. Also die Waffe an sich ist ja gut, ne? Aber das, der Bauplan dafür, der ist ja absolut crazy. I'm the Stair Glitcher. Also, ich sag mal so, wir kommen langsam wenigstens an Meta-Waffen ran, was so die Blueprints angeht. Aber die können es trotzdem noch hinbekommen, dass die halt total kacke sind. Das Visier ist wirklich absolut ass. Warte mal, wo ist mein Perfekt? Er hat mich genannt. Muss ich sagen, finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen respektlos. Oder magst du das, wenn dich Leute ja, nicht geil, oder nicht du? Ich nicht so. Hier oben ist einer. Alter, die stehen ja ineinander, ist das geil. Wafangulo hat er gesagt. Was heißt das? Kannst du mir nochmal eine Übersetzung reindrücken, da? Bro, you got a skin like that, and you're playing like this, what the fuck? Hi. Also gut, man muss sagen, dass der Loadout jetzt schon mal wesentlichst besser performt in meinen Augen. Oh. Guck! Ich hab fette Finger! Ich hab so fette Finger, es ist crazy! Alter, ey, dieses Iron Sight ist ja so bad, Junge. Ist das schlecht? Da kriege ich ja Krämpfe im Hodensack. Welche Arme? Meint ihr, ich kann mir einen Loadout holen? Ah, Gott sei Dank, ist Fire Sale. Wann willst du reingehen, Phil? Weil ich muss echt gucken wegen Essen. Hey, du bestellst das sowieso, hast du gesagt, oder nicht? Nee, nee, ich hab damit jetzt aufgehört mit dem Bestellen. Für immer? Ja, ja, ich koch ab jetzt immer. Okay, das ist natürlich ich wild. Habe noch nichts gegessen. Warum ich habe auch noch nichts gegessen. Oh, ich habe einfach nichts. Ah! Juhu! Ich habe
Vierer Winstreak ist gleich, oder was? Bitte mach Last Night. Ja! Oh Gott, ich krieg zu viel! Ich schwör's dir, Alter. Ja, der hat 100 von einem Vierer KD. Was denn? Hast du? Haben wir verloren? Alter. Wir sind Zweiter geworden! What the fuck? Das wäre cool und lustig, dass jemand bei mir schreibt, sieht man, dass der so würde. Na, dann holen wir uns erstmal hier dieses Brett. Ist nicht der Ombre hier unten gewesen irgendwo? Oh oh. Der. Alter, der hat Specialist, Mann. Zwei Stück sogar. Und ein Lodi, Alter. Das ist geisteskrank, Alter. Ich schwör's dir. Der eine ist hier noch drin. Der eine ist hier noch drin. Junge, der ist einfach im Gas stehen geblieben. Ist das geisteskrank? Er ist einfach im Gas stehen geblieben. Ich dachte, der wäre auch rausgelaufen. Junge, der hat aber echt Shots drauf, ne? Echt Shots drauf gehabt, ne? Also er wollte zeigen, was er kann. Sagen wir, wie es ist. Ich bin runtergefallen. Er ist auf die andere Seite, oder bin ich dumm? Nee, das ist dumm. Da ist er. Junge, der ist hier rausgesprungen, hier. Mach mal was für dein Geld, Alter. Okay. Also so einen abrupten Weg, wie ich da gemacht habe, ist nicht ganz so cool. So einer ist in den Raum. Voila. Nee, da nicht, da. Den einen habe ich gekillt, der ist down, oder? Ich habe erstmal direkt den Dings gefressen, Alter. Boah, fuck. Das ist okay, das. Oh mein Gott. Ich hau mal ab. Dann hol dich erstmal zurück. Das ist ein Schild. Gesehen, ja. Es ist doch, was ist geisteskrank, Alter, wie die Leute einen so weird pushen, Alter. Absolut cringe, Alter, wirklich. Weird, die Lobby irgendwie, die ist weird. Also, wenn ich mal sage, haben ist besser als brauchen. Was denn? Ich brauch einen Revive. Was? Ja, alles wär's gesagt, direkt privat. Chips privat verhext. Soll ich einen Lodi kaufen, oder? Ja, mach was du willst. Wegen Merke! Wegen Merke! Zeig mal. Er ist ein bisschen. Den Mund habe ich noch nicht geguckt. Ah, blind ist der nervig. Bin blind. Ja. Er ist halt wirklich ein bisschen. Wäre jetzt ein bisschen. Er hat gequittet. Hat er? Ja, Mann.
Ding. Mhm. Ja, wie nice ist die Knifte, die ist in dem Bundle sogar drin. Ja. Ja, Mann, ich weiß nicht. Sieht mega nice aus. Also, jetzt wo ich das Bundle so sehe, aber nicht mehr, das auch zu kaufen. Daumen hoch. Eine Maske kaufen, ne? Hab ich gemacht, ja. Dann mal auf dem Türmchen, ja. Achso, wir sind 1 gegen 2. Ich mach einen Trickshot, okay? Mach mal Big Baba Trickshot. Ich will aber auch einen Trickshot machen. Man sieht dich auch noch. Boah! Kennst du den? Hast du gesehen, wie ich fast auf ihn abgesaftet habe? Samurai, was geht? Aber wenigstens war ich in der Killcam, Alter. Und ich habe einen schwebenden Helikopter als Emblem. Hast du sowas? Denke ich eben nicht. Tja, dein Skin ist so ugly, das ist wirklich verrückt. Ja, vielleicht habe ich den auch extra reingemacht, weil... Könnt ihr irgendwelche Horror-Games empfehlen? Also bei mir wird die ganze Zeit hier dieses Phasmophobia, wird mir die ganze Zeit die ganze Zeit das zocken sollen. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß gerade nicht, wie es hieß, aber das war ich gar nicht so schlecht. Ich öffne mal Steam, dann kann ich dir sagen. Also Phasmophobia ist geisteskrank zu schreiben, wenn es darum geht. Also ich weiß, es wird nur bei mir im Chat geschrieben, dass ich das mal machen soll. Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Das ist crazy. Was ist denn das? Phasmophobia ist so ein... Phasmophobia ist... Ja, wie, also. Das ist so ein Game, was du mit Freunden spielst, wo du halt auch so Tasks lösen musst. Und das ist halt so. Es geht halt so um geistermäßig. Also. Ist das, wo man in diesem Haus ist, wo man immer wieder in diesen Raum zurückgeht? Ja, ich glaube schon, genau. Ja, okay. So Geisterjäger und so. Also, jetzt wirklich nicht böse gemeint an die Person, die das vorgeschlagen hat, aber das ist ja. Also. So seltsam. Ist das ein Pussy-Spiel? Das ist jetzt nicht so ein Horror-Game, so. Ein bisschen. Das ist jetzt nicht zu vergleichen, glaube ich, mit Outlast, oder? Layers of Fear war es, was ich meinte. Das war gar nicht schlecht. Layers of Fear? Worum geht's da? Man ist irgendwie halt die ganze Zeit, man weiß nicht, warum man jetzt irgendwie da ist. Und dann rennt man die ganze Zeit irgendwie rum und ist halt irgendwie so eine... Ja, man switcht irgendwie ganz oft so zwischen Orten. Dann ist da irgendwie auf einmal so ein Riesenbaby und sowas einfach verfolgt. Das war irgendwie ein bisschen krank, ey. Vielleicht nochmal reinschauen, dann kann ich ein bisschen vor sein. Apropos Clipfarm, Nick, hast du gesehen, wie ein Spiel mit dem Auto da einfach gegen die Wand gefahren ist? Ja, Mann. Das war ja wirklich... Das also ist echt schlimm. Aber das Problem ist, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der so im amerikanischen Dingsbereich relativ krass ist. Oder zumindest da mit Leuten zusammenarbeitet. Und sowas kannst du halt in Deutschland nicht machen. Also das ist halt... Nee, also aber... Also... Trotzdem wird er auch von Deutschen gefeiert. Ja, aber nicht so crazy wie die Amis darauf halt abgehen, ne? Aber gut, ich denke, das liegt halt auch daran, weil der halt so eine crazy junge Zielgruppe auch noch hat, ne? Das ist auch... Das kommt auch dazu, ja. Und das halt trotzdem feiern. Also was heißt, ich feier Speed? Ich würde schon... Also ja, schon... Bemerkenswert ist es. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, seine IRL-Streams und so, das muss man schon sagen, das ist schon auch, ne, also klar, ist viel des Contents so darauf basierend natürlich, dass viele Leute kommen, ne, so wie als er da bei der WM und EM und so gewesen ist, aber trotzdem einfach geisteskrank, ja. Oh mein Gott, ich bin down. Aber ich kann ihn mir nicht geben, das ist mir alles zu viel. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich mir einen Stream von ihm geben würde, finde ich auch ein bisschen crazy. Das ist einfach nur mein eigener Geschmack, ich weiß, wie alles scheiße wäre oder so, sondern einfach, weil ich es mir nicht... Ja, aber ich glaube, du fällst auch komplett aus der Nutzergruppe raus, Alter. Ja, du bist älter geworden, ne? Du knackst bald an den 30, Junge. Da ist es vorbei mit iShow-Speed, Alter. Der bewegt sich einfach schnell für dich. Sehr krass. Jeden Tag, stell dir vor, Montana Black auf der Gamescom, jeden Tag in einem anderen Land. Ja, Mann. Also... Ist halt echt so. Das sehe ich auch so. 100%. Er ist ja auch schon lange durchmäßig, ne? Also er müsste ja schon lange nicht mehr. Nee, also ich muss sagen, ich finde diese ganze Truppe rund um Kai irgendwie krasser, was die so an Sachen machen, so, ne? Ja, ja. Finde ich. So, aber der als Einzelperson, also Speed ist schon echt übel.
Sowas müsste es halt im deutschsprachigen Bereich auch mal geben, so eine. So gibt es tatsächlich. Das sind zwei Jungs. Wie heißen die beiden? Die, ich weiß, was du meinst. Ich kenne die. Aber ich meinte jetzt eigentlich eher so sowas wie AMP. Sowas, wo sich halt, Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Content-Häuser es jetzt mal in Deutschland gegeben hat. Gab es ja einige Versuche zu, aber das ist ja in Deutschland eher, ich sag mal, in die Hose gegangen. Das ist so krass, ne? Also da, das werfe ich den Jungs auch immer noch so heftig vor. Also nicht einzelne, sondern wirklich allgemein dem Impact House oder den Leuten, was die. Du weißt, was die für eine Chance bekommen haben. Ich habe auch schon so oft mit Chris darüber gesprochen, wenn wir diese Chance bekommen hätten. Geisteskrank. Also, boah. Aber das Internet war auch scheiße, wir hätten alle nicht streamen können. Wo davon? Ich weiß es nicht, aber es konnte immer nur einer streamen und das in schlechter Qualität irgendwie. Und manchmal ging es gar nicht. Und das war Raptor, der dann immer gestreamt hat, weil die anderen alle nur YouTube-Videos gemacht haben zu der Zeit. Ja, ist wirklich crazy, muss man sagen, aber sowas. Ich bin gerade genockt worden von dem. Absolut. Das war insane, was da gerade passiert ist. Das geht auf keine Kohort, was da gerade passiert ist. Was es für einen krassen Unterschied macht, ob man vor der Cam schläft oder in seinem Bett selber. Das glaube ich dir. Also man denkt das schon, aber wie krass der Unterschied ist, überrascht mich dann doch wieder. Glaube ich dir sofort. Das ist wirklich heftig. Ich muss jetzt heute Nacht vor der Cam schlafen, die Alerts anlassen. Das bockt. Ich denk mal, das ist noch entspannter wahrscheinlich für den Schlaf, das oder? Ist noch entspannter. Ich glaube, da ist die Regeneration schon so bei 100%. Meinst du? Findet ihr Paul so? Ja. Ich finde, Leute glorifizieren Paul zu krass. Aber es ist schon geil. Ich mag es halt eigentlich nicht so gerne, wenn es warm ist. So warm ist. Ich mag nicht so gerne warme Sachen zum Frühstück. Ja, checke. Ahornsirup so unnötig, weil wir gerade beim Essen waren. Ja, okay. Also es kommt natürlich darauf an, wie du das Purge machst. Also wenn du da jetzt... Bestellt, Bro. Ist schon da? Oha, wie schnell. Ja, der hat doch gestern Adresse geleakt. War das nicht gestern? Ist doch direkt am Bahnhof da. Und das hat nicht ein Game. Hä? Okay. The emptiness machine. Alter, ich bin Bombendrohne einfach. Hallo. Hast du wieder die guten Lobbys, Alter? Hast du nach der Runde genug Material? Yes, sir. Nice. Ja, das kann. Wie machen wir das dann? Ich muss sagen, es war richtig gut, jetzt noch 2-3 Runden Reverse zu spielen. Jetzt sind meine Shots wieder da. Die ersten Runden heute Morgen waren eine Vollkatastrophe. Bitte clip das. Ich bin so bereit, ihm das aufs Brot zu schmieren gleich. Von wem ist die Mine? Stark! Löwe! Hähne-Löwe. Löwe! Ja! Yeah! Aber es Gute ist, dass man sowas herausschneiden kann, ne? Kostenloses Abo da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut bei Instagram vorbei und bei Twitter und bei TikTok. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.